Ein herzliches Hallo von mir an euch. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich am 2. April ein Spiel im Stream gespielt, das hieß, oder heißt, Home Sweet Home Survive. Es ist ebenfalls ein Online-Multiplayer-Spiel. Es gibt vier Überlebende und einen Killer. Ja, es ähnelt erstmal DBD. Inwiefern das Spiel an sich auch DBD ähnelt, das gucken wir uns jetzt an. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und dann sehen wir uns vielleicht in einer weiteren Folge Home Sweet Home Survive oder bei irgendeinem anderen Video auf YouTube. Bis dahin, macht's gut. Ich finde es mal eine nette Alternative zu DBD, aber ich habe auch das Gefühl, dass es super schwer ist zu entkommen. Ja, es ist noch nicht wirklich balanced. Also, du verbringst so viel Zeit an diesen Ritualpunkten. Der Killer ist irgendwie super schnell bei dir. Guck mal, dort unten ist so eine Kiste. Aber das brauchen wir ja hier noch nicht, ne? Kann man hier nicht mitmachen? Rennt dort bei der Kiste rum. Das ist doof. Ich habe keine Stamina mehr. Die kennt halt voll die Wege schon, wo man rauskommt. Das ist voll gemein. Ich bin halt bald tot und ich weiß nicht, wie ich mich irgendwie heilen kann, immer noch. Dort hinten. Ich darf halt jetzt auch nirgendwo mehr runterspringen. Weil dann bin ich tot. Wie komme ich denn jetzt dort rüber? Ja.
Hinten liegt eine Spritze. Man verliert die Nadel gar nicht. Wenn man ein Ritual gemacht hat. Also irgendwie. Ja, es gibt Spritzen in den Kisten, aber ich krieg nie eine. Aber es wäre mal ganz gut. Portale spawnen gleich. Irgendjemand muss meine Seele holen. Sie hat meine Seele, aber sie wird gejagt. Hilfe! Gib doch die Seele wem anders, danke. Es ist hier ein Portal, wenn die rausgehen, flippe ich aus. Oh, wenn wir... Oh, bitte, ich möchte hier gerne einmal rauskommen. Tschüss, Leute! Ja, wir sind einmal rausgekommen! Ich bin Anti-Maid! Aber wir sind rausgekommen. Ah, wie krass gut die schon sind mit den Fallen. Was macht der mit der Kette? Oh, sie haben sie gekillt!
Cool, haben wir das auch mal gesehen. Ja, genau. Es kann nur eine Person durch ein Portal. Danach ist es weg. Aber es gibt halt mehrere Portale. Mal, wie viele Punkte die gemacht haben, ey. Und ich. aber ey, wir sind rausgekommen. Es war etwas traurig, wie sie zerfallen ist. Ja, sie ist ja quasi verbrannt. Guck mal, wir haben einen Greedy Pot. Ein anderes Outfit.